Das ist eine. Super. Was? Kalbsleber. Habe ich Kalbsleber gesagt? Oh, schön. Habe ich verstanden. Kalbslederband. Dartmouth? Dartmouth. Bist du sicher? Dartmouth. 100 Pro. Pass auf nochmal. Das ist eine Christopher Ward C65 Dartmouth. Nein! Nein! Das wird nämlich wie Plymouth ausgesprochen. Thomas, Sonntag, 14 Uhr, Zeit für Uhrentalk. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum neuesten Uhrentalk. Endlich mal wieder bei mir im Studio. Thomas, wie geht's dir? Du, sehr, sehr gut, dass ich wieder da sein darf. Hey, weißt du schon, wie lange das hier ist? Ja, lange. Das war fast im alten Jahr, oder? Ja. Wahnsinn. Ja, umso besser. Lass uns loslegen. Der letzte Uhrentalk, 1.1. diesen Jahres. Jetzt haben wir April. Ja. Ich hoffe auch, dass der bald ausgestrahlt wird. Wir sind gerade in einer ganz heißen Woche, denn wir haben gerade Watches and Wonders, während wir drehen. Watches and Wonders, hast du ein bisschen verfolgt? Hast du was gefunden? Ja, habe ich was gesehen, aber natürlich sind nur die ganz großen Marken so im Fokus. Und ja, ich gebe zu, dass da das eine oder andere dabei war. Ich denke an IBC, was ich gut fand. Bei Rolex GMT Master 2, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob man das jetzt braucht. Brauche ich eine schwarz-graue Lunette, eine Bruce Wayne? Brauche ich das? Weiß ich nicht. Habe ich noch keine abschließende Meinung. Und eigentlich passt dieser Talk, den wir machen, ganz gut als Ergänzung zu Watches and Wonders. Denn mir ist aufgefallen, dass gerade sehr viele teure, sehr teure Modelle vorgestellt wurden, die für viele unerschwinglich sind. Und deswegen reden wir heute hier bei unserem Uhrentalk über die 10 besten, günstigen Uhren bis 1.000 Euro. Natürlich aus unserer Sicht. Das heißt, das hat keine Allgemeingültigkeit, sondern das ist unsere Sichtweise. Und das war gar nicht so einfach, Uhren zu finden in diesem Preissegment bis 1.000 Euro. Du kannst gleich auch mal sagen, wie du vorgegangen bist, was deine Kriterien waren bei der Auswahl. Aber eine Sache wollte ich noch sagen, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Was wollte ich noch sagen? Ich kann dir sagen, was du sagen wolltest, dass wir nämlich die Uhrzeit einstellen sollten. Das machen wir gleich mal. Ja, okay. Natürlich. So, unsere Sanduhr, das ist übrigens mein Weihnachtsgeschenk von Thomas gewesen. Also Thomas, wollt ihr noch mal sehen, so sieht das Ganze aus. Ja. Passend zum Hintergrund und sie läuft auch. Genau. Und sie sollte genau 60 Minuten laufen. Richtig, genau, 60 Minuten. Was ich noch sagen wollte, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Idee für diesen Uhrentalk, Uhren mal bis 1.000 Euro vorzustellen, unsere Auswahl, kam von einem Zuschauer oder von einigen Zuschauern, die sich das gewünscht haben. Und wir haben diese Idee natürlich aufgegriffen, weil es, finde ich, gar nicht mehr so einfach ist, im Bereich der höherwertigen Uhren, Uhren zu finden bis 1.000 Euro. Das war vor einigen Jahren noch anders. Ja, Thema Inflation. Ja, ist einfach so. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, und das merkt man. Und bei einigen Marken ist es gar nicht mehr möglich, Modelle zu finden unterhalb der 1.000 Euro. Und deswegen war es eine Herausforderung, aber ich glaube, die haben wir ganz gut gemeistert. Ich bin ganz stolz auf meine Auswahl. Du bist. Ich bin stolz auf meine. Soll ich mal kurz vorgehen, wie ich vorgegangen bin? Ich wollte dir eine Vielfalt zeigen. Ich habe also eine Fliegeruhr dabei. Ich habe einen Taucher dabei. Ich habe eine Fieldwatch dabei. Habe aber zwei Dresser, tendenziell Dresser dabei. Mhm. Was mir eben nicht gelungen ist, und da sind wir wieder bei dieser Preisobergrenze, einen mechanischen Chronographen zu finden. Siehst du mal, und ja, das ist auch wirklich eine Herausforderung, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich bin nicht vorgegangen. Ich wollte halt Uhren haben im Preissegment so an die 1.000 Euro, weil auf meinem Kanal ich schon sehr oft Uhren vorgestellt habe im sehr günstigen Preissegment, so um die 200 und 300 Euro, also für Einsteiger. Und deswegen habe ich gedacht, ich wollte eine Uhr haben in dem jeweiligen Segment, die so an die 1.000 Euro rankommt. Also was kriege ich das Maximale für diesen Wert? Ich habe bei mir mit dabei ein Diver, also eine Taucheruhr, diesmal ein Vintage-Diver. Ich habe eine klassische Sportuhr dabei, Fieldwatch kann man vielleicht auch dazu sagen, hat aber auch Ähnlichkeit mit einer klassischen Taucheruhr. Ich habe ein Chrono dabei, ich habe eine GMT dabei. Du hast ein Chrono dabei? Ja, GMT habe ich noch dabei. Hast du eine GMT? Nein. GMT fehlt dir auch. Und ich habe fehlt mir auch? Ja. Dafür habe ich zwei Dresser dabei. Hey, GMT ist das Thema schlechthin, ist ja aufgefallen. Ne? In letzter Zeit sehr viele. GMT Master 2. Nicht nur das, aber auch viele im günstigen Bereich sind Uhren rausgekommen, und derzeit kommt, glaube ich, jede Marke mit einer neuen GMT raus. Das stimmt. Liegt daran, dass halt Uhrenhersteller oder Uhrwerkhersteller wie Seiko und Citizen im Programm günstige Uhrwerke hat als GMT. Ja, das haben wir ja gesehen bei Seiko. War das letztes Jahr? Nee, vor zwei Jahren schon, oder? Da kamen doch die neuen Farben raus. Das war die Seiko 5, Seiko 5. Letztes Jahr. Letztes Jahr? Letztes Jahr, würde ich sagen. Ja. Mit der Orangen, die toll aussieht. Ja.
Ich habe die schwarze. Ja. Ja, egal. So, wollen wir starten? Ja, gerne. Ja, klar. Wollen wir mit dem Risk-Check starten? Das machen wir eben. Das machen wir auf jeden Fall. Oder? Also gut, dann fang du doch mal an. Was trägst du heute? Ich trage heute. Ja, genau. Warum? Okay, ja. Ich trage heute eine Seiko. Und zwar meine Seiko Captain Willard. Mhm. Und ich trage diese Uhr, weil ich ein neues Armband habe. Und ihr wisst, ich bin Fan von Armband-Variationen. Ja, ja. Und dieses Armband habe ich, mal unbezahlte Werbung, liebe Grüße an Theo von Zeiger. Ihr kennt vielleicht den Uhrenblock, mhm. Zeiger, Z-E-I-G-R, also ohne das E zwischen G und E-R hinten. Der Theo Theodosios, sein Name, ich kriege den immer nicht zusammen, deswegen sage ich Theo. Theo habe ich kennengelernt auf der Inorgenta-Messe, mhm. und habe dann in seinem Shop mal gesucht, weil ich war eigentlich auf der Suche nach einem weißen Kautschukarmband im Tropical Style. Da wollte ich eins haben mit einer guten Qualität. Und das habe ich bei ihm gefunden und dann dort auch bestellt. Habe es aber wieder zurückgeschickt, weil die Qualität war super, aber es war leider zu groß für mein Handgelenk. Das war für 18 cm, ab 18 cm Handgelenksumfang. Das heißt, ich hatte hier noch... Und du hast ja, wie wir alle wissen, nur 17,5. Nein. Meine Auflage... 17. 17? 17? Was war denn das mit der Auflage vielleicht? Das ist 5, nein, 53 mm. Okay. Genau. Sei es doch. Und deswegen habe ich ihm das Band wieder zurückgeschickt und habe dann mir als Alternative mal ein Band gesucht, was ich vorher nicht wusste, ob es mir gefällt. Und zwar ist das ein Kautschukband, nennt sich bei ihm Big Hole. Und du hast gesagt, das erinnert mich an Racing. Das ist ein Racing-Style. Ja. Würde ich jetzt sagen, es ist kein Racing-Style. Vielleicht ist es ein Racing-Style, mhm. aber es gibt auch andere Marken, wie zum Beispiel Squale, die ein ähnliches mhm. Armband haben. Ja. Racing bedeutet ja Lederarmband eigentlich. Genau. Ja? Mit den Lochen. Ist nicht. Ja. Und das ist ein Kautschukband, deswegen weiß ich nicht, ob es die damals schon gab, ob sie eher aus dem Taucherbereich herauskam, ja. oder ob man das Design von einem Racingband in die Taucher-Uhren-Armband-Ecke mhm. implementiert hat, ne? Ob das dann kam. Aber es sieht mega aus in der Kombination. Hat auch ein Schnellwechselsystem mitten dabei, ja. im Band. Kann es sein, dass es ein bisschen, hätten wir vielleicht noch einen Millimeter? Ja, das passt nicht ganz, oder? Doch, 20 mm, du hast recht, ist ein bisschen Abstand am Bandanstoß, ein bisschen Luft, ja. aber ja, finde ich trotzdem. Trägt man so, Sean Connery hat früher die Submariner an so einem NATO-Band getragen, das hinten und vorne nicht gepasst hat, viel zu klein war. Ja, und bei der ist es halt so, ich habe die wirklich ja. jetzt den dritten Tag in Folge am Handgelenk, weil es mir in der Optik so gut gefällt. Drei Tage hast du ja. es geschafft, die gleiche Uhr zu tragen? Ja. Bist du drauf? Wahnsinn, na gut, ich habe immer die Uhr natürlich immer wieder gewechselt, weil also ich auch doch. Ein paar Videos mhm. gedreht habe. Aber das war so meine Hauptuhr, die ich getragen mhm. habe. Und es liegt auch an der Gehäuseform. Das ist dieses kissenförmige, turtleförmige bei der Captain Willard. Wird nochmal eine Rolle spielen heute bei mir, bei meiner Auswahl. Okay, das heißt also, es gibt auch eine Verbindung. Von der Uhr zum Talk, weil irgendwie preislich liegen wir da ja bei 1400 noch was. Mhm. Ich glaube, das ist die SPB 237. Ja. Die ist, glaube ich, nicht mehr aktuell im Programm erhältlich. Gut, was habe ich? Ja. Einverstanden? So. Ich habe heute meine erste. Meine erste, ist es ein Microband? Ja. Ja, 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 definitiv. Ja. Erste Microband. Das ist eine Christopher Ward C65 Dartsmith. Und das ist wirklich, ja, es wird wie Plymouth ausgesprochen. Ja. Das ist eine deswegen so besondere Uhr, weil es die Mark 1 ist. Es gibt inzwischen eine Mark 2 davon und ich finde, die ist besser. Also die ist schöner. Die ist schöner. Sie ist nicht besser, weil wenn man jetzt gucken würde, die hat 150 Meter Wasserdichte, ist also kein klassischer Taucher. Es ist eher eine Uhr, die für die Navy gemacht wurde. Also man würde sie vielleicht mit der Yachtmaster beispielsweise vergleichen oder so, vom Stil her, also eher für Segelfahren. Liegt auch an dem Ort, das ist nämlich ein alter Marinehafen. Übrigens für 1190 und 1147 sind die Briten bei ihren zwei ersten Kreuzzügen von dem Ort Dartsmith losgesegelt. Das ist der Grund gewesen. Und deswegen hast du hinten drauf, wenn du mal schaust, auch einen Bezug zur Royal Navy. Aha. Eine Krone sehe ich da drauf. Ja, genau. Und Royal Navy steht auch drauf. Mhm. Wie gesagt, 150 Meter wasserdicht. Es ist ein Chronometer. Es ist eine 42 mm Gehäusebreite. Die wird größer, finde ich. Mag auch daran liegen, dass das Zifferblatt so aufgeräumt ist und so weit ist. Tatsächlich, wenn man sie innen misst, also wenn du sie mal umdrehst und den inneren Teil misst, wären es nur 40 mm. Ansonsten sind es 42 mm. Und das ist wirklich beeindruckend, was hier Christopher Ward herausgehauen hat. Die Wertigkeit dieses Armbands, wenn du es durch die Finger gleiten lässt, wenn du dir die Schließe anschaust, die Feinverstellung in der Schließe, mega.
Und schönen Dank an Thorsten, der uns bestimmt zuschaut hier. Bei ihm habe ich das erste Mal, oder durch ihn habe ich das erste Mal dieses Modell überhaupt gesehen. Ich habe es für einen unschlagbar günstigen Preis über eBay gekauft. Darf man gar nicht verraten. Aber sonst ist sie teurer. Die aktuelle, die Mark II, wird so mit 1370 Euro gehandelt. Und die habe ich deutlich drunter bekommen. Also deutlich. Ja, wirklich ein toller Microbrand, muss man wirklich sagen. Ist wirklich klasse. Also es gibt auch etwas Negatives dazu. Diese Uhr hat keine, also hat schon super Luminova, aber die ist so schwach. Also die leuchtest du an und in der Nacht nach einer halben Stunde ist sie eigentlich kaum wahrnehmbar. Baujahr? Wann ist sie gebaut worden? Die ist 3 Jahre alt jetzt. Also müsste jetzt eine 21er sein. Also liegt es nicht daran, dass die Superluminova zu alt ist, sondern vielleicht einfach zu wenig aufgetragen. Ja. Aber tolle Uhr, guck mal auch die Seite an. Ja, toll. Case also. Mega. Also. Ja. Das ist eine tolle Uhr, die ich sehr, sehr gerne trage. Und zwar übrigens sowohl im Job als auch in der Freizeit. Ciao. Okay. Uhrentalk. Erste Uhr. Erste Uhr bis 1000 Euro. Ich fange an. Gerne. Und so habe ich mir überlegt, ein Taucher muss auf jeden Fall mit dabei sein. Das geht ja gar nicht anders. Und ich habe mich für einen Vintage-Taucher entschieden, den ich letztens auch auf meinem Kanal mal vorgestellt habe, wo ich das Preis-Leistungs-Verhältnis für unfassbar gut erachte. Und das ist ein Taucher aus deutscher Produktion. Gefertigt in Pforzheim, designt in Stuttgart. Oh, dann habe ich eine Idee. Ja. Außerdem, na gut, ich habe eine Idee. Das klingt jetzt so wissend. Ich schiele natürlich schon rüber, so ein bisschen auf deine Zettel. Und lass mal hören. Es ist die Heinrich Helikoprion Bass-Saw. Der Wolfgang Heinrich ist der Gründer der Marke und ich würde ihn als Microbrand bezeichnen. Der es schafft, mit wirklich in einem sehr kompetitiven Wettbewerb, im Preissegment bis 1000 Euro, eine tolle Uhr auf den Markt zu bringen. Und die Besonderheit bei dieser Uhr, was sie so auszeichnet, ist für mich natürlich die Optik. Und zwar hat die eine ganz besondere Sägezahnoptik auf dem Zifferblatt. Mhm. Und es gibt 2 verschiedene Varianten. Es gibt 6 verschiedene Modelle, 6 verschiedene Farbmodelle, 3 etwas auffälligere, wo dieses sägezahnartige Zifferblatt besser sieht. Und es gibt eine Variante Ton in Ton, dass das Sägezahn-Zifferblatt nur leicht angedeutet. Ich glaube eigentlich, wenn man dieses Design schätzt, würde man eher auf die etwas knallige Variante gehen, die auffälligere. Für den Alltag finde ich jedoch die Ton-in-Ton-Variante deutlich reduzierter und besser. Und das Design kommt ursprünglich von einer Universal Genève aus den 70er Jahren. Und die hat Wolfgang Heinrich inspiriert für diese Uhr und hat dann diese Uhr nach seinem Gusto neu auf den Markt gebracht. Der hat eine ganz Besonderheit, gibt hier ein Beads of Rice Armband an diesem sehr, sehr schön gemachten Gehäuse. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 40 mm, hat einen Lack-to-Lack-Abstand von 47 mm, 20 mm Bandanstoß, ist also auch noch sehr flexibel und gut einsetzbar für alternative Armbänder, wenn man was dran bauen möchte. Wir haben hier eine polierte Lünette, also poliert ist sie nicht an der Seite, sondern oben ist sie gebürstet, vertikal gebürstet und hat Verschraubungen. Insgesamt 12 verschiedene Schrauben. Und das Besondere daran, diese Schrauben sind keine Zierschrauben, sondern sie sind wirklich echte Schrauben reingedreht und sind trotzdem kreisförmig ausgerichtet. Das ist besonders. Also da gibt sich jemand Mühe. Ja? Da musst du ja die Bohrung auch entsprechend machen, dass das Ganze hinhaut. Und die Schraube bestimmt auch vom Gewinde her genauso ansetzen oder kürzen, dass das genauso passt. Guck dir die Santos an, da hat man das Gefühl, die werden reingeschraubt, wie sie gerade lustig sind. Genau, richtig. Ja. Da gibt man sich nicht die Mühe und die kosten deutlich mehr als die Uhren, die wir hier reden. Das Beads of Rice Armband ist auch richtig klasse, ist toll gemacht. Und die Passform am Bandanstoß möchte ich hier nochmal ganz positiv hervorheben. Die ist so nahtlos, du gehst mit dem Daumen rüber, du spürst keinen Unterschied. Das Design muss man mögen, das ist klar. Aber warum, entschuldige Mario, warum glaubst du, macht sich jetzt Heinrich so eine Mühe, solche Details so zu verfeinern? Das ist ein Schwabe. Das ist ein deutscher Schwabe, dem es wichtig ist, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Und das musst du, glaube ich, auch. Du musst dir Mühe geben, in dem Preissegment überhaupt aufzufallen. Du fängst ja erstmal an, wenn du geringe Stückzahlen produzierst. Wo fängst du an? Das ist ja kein Massenprodukt und auch keine Designer-Modeuhr, die jetzt gerade mal in ist, sondern er richtet sich an Uhrenenthusiasten, die auf den Messen unterwegs sind, die sich gut auskennen. Und um die zu überzeugen, musst du ein gutes Produkt auf den Markt bringen. Genau. Ganz einfach. Genau, richtig. Ja. Mach ein gutes Produkt, dann wird es gekauft. Und das Tolle bei der Uhr als Ergänzung noch dazu, du kannst zwischen 2 verschiedenen Uhrwerkvarianten wählen. Für einen Aufpreis von 160 Euro bekommst du das Sellita SW200 als Uhrwerk oder du kannst alternativ ein Miyota 9015 wählen. Okay, das sollte deutlich günstiger dann sein. 160 Euro ist der Preisunterschied. Ja. Wir liegen hier preislich bei der Uhr bei 764 Euro mit dem Miyota. Fairer Preis.
Absolut. Fairer Preis, top, kann ich nur euch empfehlen. Das Video zu der Uhr verlinke ich euch am besten alles in der Videobeschreibung. Zu allen Uhren, die ich schon mal reviewed habe, gibt es unten halt einen Text, da könnt ihr draufklicken und es euch angucken. Und mit dem Sellita 924 Euro. Also wirklich eine tolle Uhr. Und das war ein Design, was wir am Anfang, es ist ein spezielles Design. Das habe ich mir auch gesagt. Sag mal, Wolfgang, bin mir nicht sicher, ob es mir wirklich gefällt. Mhm. Nachdem ich die Uhr hatte, mir sie angeschaut hatte, getestet habe, im Handgelenk getragen habe, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich schade, dass du die wieder zurückschicken musst. Da sind wir wieder bei dem Thema, du musst eine Uhr tragen, du musst sie nicht nur sehen, du musst sie ausprobieren, passt sie zu dir. Mir geht es immer so, wenn ich Uhren im Schaufenster sehe, die sehen die alle so riesig aus. Und dann habe ich sie auf einmal am Handgelenk und denke, oh, so groß ist die Uhr gar nicht. Das ist irgendeine optische Täuschung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht sind die Schaufensterscheiben teilweise sogar so gemacht, dass es größer ist. Das ist eine wilde Theorie. Das liegt an deinem Silberblick, würde ich sagen. Genau. Daran wird es liegen. Genau. So, was haben wir noch zur Uhr zu sagen? Datum, auch eine schöne kleine Feinheit, ist symmetrisch, in dem Fall auf 6 Uhr unten. Mhm. Und ist eine rund ausgeschnittene Datumsfenster, was ich persönlich immer sehr schön finde. Und die Farbe der Datumscheibe ist immer auf die jeweilige Farbe des Zifferblattes abgestimmt. Wie cool ist das denn? Also der gibt sich also für das Preissegment wirklich unfassbar viel Mühe. Superluminova BGW 9 leuchtet auch schön. Beats of Rise haben wir schon drüber gesprochen. Es gab eine neue Schließe bei dem Armband. Er hatte mir noch einen Prototyp geschickt mit einer älteren Schließe. Die neuere Schließe ist deutlich kürzer. Ich meine, es ist jetzt 34 mm und also deutlich flacher, deutlich schmaler, also kleiner von der Länge her, deswegen besser tragbar und hat auch die gleiche Schnellverstellung. Also kannst auch wirklich durch einen Mechanismus die Bandlänge verändern, entweder länger oder kürzer machen. Plus ein Schnellwechselsteg jetzt auch noch an dem Band. Also eigentlich alles das, was man erwartet und natürlich 200 Meter wasserdicht, wie jeder Diver auch. Also nochmal Wolfgang, tolle Uhr gebaut, muss ich wirklich sagen. Achso, ja? Hinweis, immer kostenfrei und unbezahlte Werbung hier. Ja? Weil wir sprechen über Uhrenmarken, die wir sehr, sehr gut kennen. Uhren, die ich schon mal reviewed habe. Wir werden hierfür nicht bezahlt, sondern es ist unsere persönliche freie Auswahl. Aber Hinweis, unbezahlte Werbung. Genau. Und eine dieser Uhrenmarken haben wir auch selber schon gesehen in Pforzheim. Wir haben sie gesehen auf der Watchtime. Das ist Laco. Und die habe ich dabei für meine erste Uhr. Und diese erste Uhr ist eine Fliegeruhr. Und wir haben uns oft schon über Fliegeruhren unterhalten. Und das geht ja los bei Alberto Santos Dumont, der Flugpionier 1904, sein Freund Louis Cartier, quasi die erste Fliegeruhr, nach heutigem Standard würde man sagen, Fliegeruhr entwickelt hat. Allerdings noch mit römischen Ziffern. Ne? Aber in einem Armband oder einem Handgelenk tragbare Uhr ist da entwickelt worden. Und dann kamen später ganz andere Modelle raus. Jetzt denke ich mal an den Zweiten Weltkrieg. Da kamen diese Beobachtungsuhren raus. Ja, also es gab ja 5 große Hersteller, haben wir schon mehrfach gesagt. Das waren A. Lange & Söhne, das war Wempe, das war Stober, das war Laco und IBC. Das waren diese 5 großen Marken, die diese Fliegeruhren rausgebracht haben. Und das hattest du auch schon mal beschrieben, dass es das Baumuster A gibt, das Baumuster B. Ich rede hier über das Baumuster A, da bin ich übrigens hin und her gerissen. Schöner? Ich finde es oft schöner. Also mir gefällt es. Man sieht mehr auf dem Baumuster B, da kann man deutlich mehr erkennen und ein bisschen suchen auch drauf. Vielleicht muss man manchmal auch die Zeit suchen, die liegt ja auf dem Innenring. Mhm. Aber das Baumuster A finde ich irgendwie, ja, ist aufgeräumter. Ich habe auch nur eine Baumuster A-Uhr, genau, muss ich sagen. Baumuster B fehlt mir noch und ich bin mal gespannt, was du jetzt für eine Uhr ausgesucht hast. Ja, ich habe eine günstigere ausgesucht, weil auch bei Laco gibt es ja erstmal eine Basis, Fliegerbasis und eine Flieger-Original-Serie, die dann auch ergänzt wird nochmal um das Erbstück beispielsweise, das ist die gealtert ist. Ich habe aus der Basisserie eine rausgenommen, eine 42 mm, die Augsburg. Ja, also das ist dann immer die Baumuster A-Variante, gibt es 39, gibt es einen 42 mm Durchmesser und sie gibt es in schwarz, im schwarzen Blatt. Es gibt sie als blaue Stunde mit einem schönen blauen Blatt, da gefällt mir persönlich allerdings das sandgestrahlte Gehäuse nicht so sehr. Ja, das in Kombination mit dem Doch. In Kombination mit dem sehr auffälligen blauen Blatt. Jeder, der mich kennt, weiß, blau mag ich unheimlich gerne. Sunburst-Effekt, ja, also mit den Sonnenstreifen. Genau. Das, das harmonierte nicht so ganz mit dem Gehäuse, ist meine persönliche Meinung. Sorry, Laco, aber hier mit dem habt ihr was Tolles gemacht und ich habe eine graue gewählt. Das wäre jetzt nicht die Uhr, die ich wählen würde, wenn es meine erste und einzige Fliegeruhr wäre. Dann hätte ich das schwarz
Ziffernblatt genommen. Hier habe ich das Grau gewählt, weil es eine tolle Ergänzung für mich und meine Kollektion wäre. Aber sie gibt es ja auch in Schwarz. Genau. Ja? Zwei Nieten auf dem Armband, das gehört zu einem Fliegerarmband dazu, wie ich finde. Ja, und die Krone könnte sogar noch auffälliger sein für meinen Begriff. Die klassische Fliegeruhr hat eine Zwiebelkrone. Das hat sie hier nicht. Ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, aber die Zwiebelkrone ist deutlich größer, griffiger, damit sie mit Handschuhen gegriffen werden kann. Und ja, übrigens, man sagt, das ist keine Uhr, die Beobachtungsuhr, weder Baumuster A noch B, die eigentlich von den Piloten getragen wurden. Es war immer für die Navigatoren gedacht. Was kann ich dazu sagen? Diese Uhren selber wurden so, als die Quarzkrise begann, ja? Also aus Sicht der Hersteller für Automatikuhren, in dem Augenblick ist es so, dass also auch diese Art der Fliegeruhren im Prinzip verschwunden sind. Ja? Also von den wirklichen Pilotenhandgelenken und von den Navigatoren. Aber diese Uhr ist eine Uhr, die einfach diesen Vintage-Style transportiert, die nicht für jede Situation im Alltag geeignet ist. Sie ist vielleicht beim Autoeinsatz möglich, sie ist vielleicht zum Motorradfahren eine gute Option, eine tolle alte Alternative, und sie kommt halt in einem guten Gesamtkonzept her. Was ich bei Laco toll finde als Uhrenenthusiast, das ist, dass du unheimlich viele Auswahlmöglichkeiten hast. Du kannst diese Uhr dir wirklich personalisieren. Ja. Da frage ich mich manchmal, an wen richtet sich denn eine solche Personalisierungsmöglichkeit? An den Uhreneinsteiger? Glaube ich nicht. Der ist doch vollkommen überfordert. Ob ich jetzt das Miyota-Werk Laco S2S nehme oder das Miyota-Werk Laco 31. Ja, die nennen das dann so. Mhm. Das wissen die doch gar nicht. Die sehen nur, gibt es einen Aufpreis von 55 Euro, wenn ich das nehme mit 60 Stunden Gangreserve. Ja, Sekundenstopp haben sie beide übrigens. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sich eher die Leute, die sich gar nicht auskennen, ob die auf eine deutsche Fliegeruhr kommen würden oder ob die sich nicht weil sie schön finden, irgendwie ein Hommage, irgendwie eine andere, weil Flieger ist ja nicht geschütztes Design. Eine andere Marke wählen, die dann irgendwie in Asien produziert und 100 Euro kostet. Ich glaube, Laco richtet sich schon an die Uhrenenthusiasten und hat halt diese wahnsinnige Historie. Sie können sagen, wir haben die damals wirklich produziert. Wir haben verschiedene Variationen. Ja. Du kannst ja auch immer die Fliegerbasis, dann hast du die normale Fliegerserie, dann hast du die Flieger Pro, die moderne Interpretation. Genau. Also du hast schon eine große, breite Auswahl an verschiedenen Variationsmöglichkeiten. Und das sind vielleicht eher die Uhrenenthusiasten, die dann vielleicht ihren Kindern irgendwann sagen, ich schenke dir dann die Flieger. Ja. Möglich. Und dann hast du halt diese Auswahlmöglichkeit, nämlich ein einfach entspiegeltes Saphirglas oder ein doppelt entspiegeltes. Ja, personalisiere ich das noch mit einer Gravur? Das kann man auf dem Rotor machen, kann man auf der Gehäuseflanke machen, wo eigentlich die FL-Nummer ist. Genau. Die wäre immer auf der Seite der Gehäuseflanke gewesen. Also es ist schon toll, was man machen kann, aber wie gesagt, für den, der sich nicht auskennt, der wäre vollkommen überfordert. Und ich gebe zu, auch ich habe mir das erste Mal schwer getan, als ich das erste Mal auf der Seite war. Ja, gut, aber ich bin schon Laco-süchtig, also ich kenne die Seite sehr, sehr gut. Ich finde das toll, die Auswahlvariationsmöglichkeiten. Es verleitet bei mir immer dazu, dass ich am liebsten alles reinnehme. Mhm. Das beste Uhrwerk bei den teuren Varianten. Ja, natürlich. Der SW 200, das Elaboré ist ja der Standardwerk. Mhm. Wenn du das Top nimmst, der kostet ein bisschen mehr. Ach, Innenentspiegelung. Hat die, glaube ich, sowieso Innenspiegelung. Ich glaube, außen das kannst du sie noch dazu nehmen. Ne? Und dann ist man dabei und dann wird es dann doch immer teurer. Ich neige das ist mir bei der Laco Kiel so gegangen, bei der Kiel 2 zum Beispiel, ne? Mit dem weißen Blatt, die ich immer noch toll finde. Erbstück, war mit Erbstück. Ich glaube, irgendwann habe ich ein Erbstück. Hatte ich auf der Messe schon an, Baumuster A, mega. Weißt du, was mir auch noch ganz besonders gut an Laco gefällt? Ich finde es schön, dass du Laco mit hast. Es gibt ja noch einen anderen deutschen Uhrenhersteller, der sehr bekannt ist, ne? Der auch in der Nähe sitzt, und zwar ist das Stover. Und ich muss mal sagen, inzwischen Laco übrigens auch in Pforzheim, wieder in Engelsbrand, genau, sind umgezogen. Ja. Aber seitdem es doch den Eigentümerwechsel gab vor einigen Jahren, haben die sich ein bisschen zurückgezogen, finde ich. Die sind auf keinen Messen vertreten. Die sind eigentlich nicht mehr so richtig greifbar für uns Uhrenenthusiasten. Also mein Appell an Stover, falls ihr das seht, dieses Video, ich würde mich freuen, etwas mehr wieder von euch zu hören. Ja. Und dann könnte man gleich mal die Frage hinterher schieben, warum ist denn eigentlich meine Flieger 41 Flieger 40 mit dem blauen Ziffernblatt verschwunden?
Weißt du noch, wie ich drumherum geschwänzelt bin, die mit diesem leicht hellblauen Zifferblatt, wo ich immer nicht wusste, passt die jetzt zum Umfang meines Handgelenks, ja oder nein? Ich war zweimal bei denen, noch im alten Showroom, und jetzt auf einmal die Tage sehe ich, gibt's nicht mehr. Ja. Ist weg. Ja, ruf mal an. Hab ich zu lange überlegt, wie immer. Nochmal, Preis haben wir nicht drüber gesprochen. Ja, also guter Punkt. Also, Uhrwerk ist ein Miota drin. Ist ein Miota drin, genau. So. Richtig. 430 Euro. Also das ist ja wirklich eine Kampfansage. Ja, sehr günstig. Ja, und das wird jetzt nur ein bisschen teurer, um 55 Euro, wenn ich eben das etwas bessere Werk, das dann eben 60 statt 42 Stunden Gangreserve hat. Eine gute Wahl, dass du diese Uhr gewählt hast, und auch mein Appell an jeden, der vielleicht jetzt erstmalig sich mit dem Thema Uhren beschäftigt: kauft euch eine Fliegeruhr von einer deutschen Marke oder von einer Schweizer Marke, unbedingt, die auch die Historie hat. Also da lieber gerade mit der Uhr 430 Euro, bevor ich mir für 100 Euro irgendwie einen günstigen Nachbau aus China kaufe, würde ich sagen, kauft euch eine Lago. Ja, ich meine, darf ich es nur mal kurz sagen? Ich habe angefangen vor 15, 16 Jahren, meine erste Fliegeruhr kam von Steinhardt. Die hat damals 350 Euro gekostet mit einem Unitas Handaufzugswerk. Auch eine tolle Uhr, deutlich größer, ich glaube 47 mm. Das ist schon, geht nah ran an die 55 mm der echten Beobachtungsuhren von früher. Ja. So habe ich angefangen. Ja. Ja, stimmt. Okay, Steinhardt hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Gut. Ja. Aber eine gute Wahl. Soll ich mal weitermachen mit meiner zweiten? Gerne, mach es doch mal. Und zwar, witzigerweise, wir haben uns nicht abgesprochen. Wir bleiben bei Laco. Nee, komm. Wir bleiben bei Laco. Und zwar für mich wirklich die eine der besten Sportuhren, die es auf dem deutschen Markt gibt, im Preissegment bis 1000 Euro. Und ich fand diese Uhr, die heißt Laco Sportuhr mit dem Spitznamen Scorpion. Und der Scorpion ist auch das Tier, was auf der Rückseite des Gehäusedeckels eingraviert ist. Und der Skorpion steht nämlich für, muss ich gucken, Robustheit, Anpassungsfähigkeit und bei Dunkelheit leuchtend. Und genau das macht diese Uhr auch. Und ich fand bei Dunkelheit oder unter UV-Licht? Nee, auch bei Dunkelheit. Ist ja Skorpion? Nein. Ja, nee, auch bei, scheinbar schon, auch bei Dunkelheit. Ich denke, dass er unter UV-Licht, dass der Skorpion leuchtet und nicht bei Dunkelheit. Ich bin kein Ornithologe, dass ich jetzt darüber spreche. Das merke ich. Also ich glaube, dass es unter UV-Licht der Fall ist, aber alles gut. Den Witz hast du verstanden? Nee, nochmal. Okay, ist egal. Muss ich mal nachdenken. Ich habe gesagt Ornithologe. So, okay, Spaß beiseite. Die Scorpion ist eine super tolle Uhr, die ich auf den Messen gesehen habe. Ich war immer ein bisschen überrascht, dass sie eigentlich nicht scheinbar so im Fokus stand. Also ich habe die irgendwo gesehen und habe sie dann ja ausgeliehen. Also was heißt nirgendwo gesehen, ist auch falsch gesagt, sondern ich habe sie in Social Media nicht bewusst wahrgenommen, diese Uhr, nicht so stark. Und ich hatte sie mir ausgeliehen gehabt und mir für ein Outdoor-Review gewünscht. Und ich hatte sie dann mitgehabt in den Bergen und ich bin von dieser Uhr wirklich sehr begeistert und scheinbar auch viele der Zuschauer waren sehr, sehr begeistert. Und seitdem werde ich immer wieder angesprochen auf diese Uhr, dass sich Leute aufgrund des Videos diese Uhr gekauft haben und dass sie damit auch zufrieden sind. Das ist ja das Wichtige, dass wenn man eine Uhr auch zeigt, die man selber gut findet und die Bestätigung bekommt von den Käufern, hey, die sehen das genauso wie ich. Die Uhr hat ein Edelstahlgehäuse. Gehäusedurchmesser gibt zwei Varianten, einmal ein 39 mm oder ein 42 mm. Für meine Outdoor-Tour hatte ich mich für 42 mm entschieden. Hat eine Höhe von 13,5 mm, also auch nicht zu dick, aber schon eine gewisse Höhe, also die große zumindest. Und hat einen Lacktolak von 50 mm. Gewicht 114 Gramm in der Kombination mit dem Kautschukarmband. Es gibt verschiedene Armbandvarianten, die gibt es im Edelstahlarmband, die gibt es in so einem Kautschuk-Durchzugsarmband. Sehr witzig, die gibt es nämlich in Blau, in Orange und in Grün, diese Farben. Und es gibt auch vier verschiedene Modelle. Einmal die Himalaya, das ist die klassische schwarze Version mit so einem orangefarbenen Minutenzeiger. Dann gibt es die Mojave, das ist diese Variante mit dem orangefarbenen Applikationen auf der Lünette, auch mit einem orangefarbenen. Von denen am besten gefällt? Ja, habe ich zuerst auch gedacht. Ich glaube, ich würde aber aktuell die Himalaya wohl nehmen. Ja. Weil dieses Schwarz-Weiß mit dem einzigen orangefarbenen Klecks, dem Minutenzeiger, finde ich, hat auch einen gewissen Charme. Ist vielleicht ein bisschen vielseitiger, als wenn ich mich farblich etwas stärker festlege. Ja gut, ich habe mich eben auch für Grau entschieden. Das würde ich am Einsteiger auch nicht erwarten. Ja, genau. Ich muss mal fragen. Ich glaube, die Farben werden, wenn ich mich recht erinnere, sehr, sehr... also jede Farbe wird gut verkauft. Da gibt es nicht irgendwie ein Modell, was raussticht. Dann hat man die Grüne. Die Grüne ist die Amazonas und die Blaue ist die Atlantik. Lünette, absolutes Highlight, sehr schmal, super griffig,
ein Lünetten-Sound vom Feinsten. Also wirklich das Drehen der Lünette macht richtig Spaß. Keramik-Lünette übrigens. Mhm. Und trotzdem matt. Also matte Oberflächen. Nirgendwo glänzend, alles gebürstet an den Seiten, damit natürlich so eine Einsatzuhr, die soll jetzt nicht blinken und funkeln, sondern die sollte sich eher. Also ich sehe, dass du tatsächlich dieses Modell sehr liebst, weil du es auch eben dabei hattest in deinem Autovideo. Mich spricht sie auch an. Wenn ich jetzt aber die Wahl hätte, bei Laku einzukaufen, würde ich einen Flieger nehmen. Ich persönlich. Also wenn ich jetzt einmal Geld ausgeben möchte, in der gleichen Preisliga, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, was kostet die? Die kostet, startet bei 930 Euro. Ja, okay. Dann wäre es meine Wahl ein Flieger. Aber keine Frage. Tolle. Aber denk mal drüber nach, wenn du eine einzige Uhr suchst. Ja, und dann kann die das. Dann ist das eher der Einstieg. Flieger, musst du Fan sein, musst du mögen, die Historie vielleicht mögen, musst die Optik mögen. Sportuhren gehen eigentlich fast immer. Und die geht ja auch als Taucheruhr durch, weil die hat eine Wasserdichtigkeit bis 300 Meter. Also die bringt eigentlich alles mit. Wunderschöne Lumenshot bei Nacht, setzt Leuchtmasse C3 und Superluminova Orange ein, also zwei verschiedene Varianten. Und hat auch als Uhrwerken sehr gutes Laco 200, das ist das Basis-Sediter-Kaliber SW200, in der Elaboré-Version, aber auch als Top, als Upgrade ebenfalls möglich. Auch hier die Beschichtungsvarianten, also die Anti-Reflex-Beschichtung kannst du auch wählen. Die Außenbeschichtung mit dem Blau würde ich empfehlen, sieht super cool aus. Wie die sich auf lange Sicht gesehen schlägt, die Außenbeschichtung, wissen wir nicht. Das kann natürlich dann auch irgendwann nachlassen. Aber das ist eine Uhr, für mich wirklich unschlagbar. Tolle Uhr. Kommen wir zu einer Uhr, die ich auch für unschlagbar halte, aber tatsächlich auch erst durch einen Besuch bei einer Messe. Mhm. Und bei dem ersten Mal in den Händen halt. Ich bin bei Zirkula angekommen und ich gebe ohne weiteres zu, als ich die ersten Bilder gesehen hatte, dachte ich, ach nee, brauchen wir nicht. Und du musst die Uhr sehen, musst sie in der Hand haben, musst sie sehen, also auch die Leute kennenlernen. Ja? Cornelius Huber ist ja hier der Geschäftsführer, der Junior seit einigen Jahren. Die Firma geht ja auf das Jahr 1955 zurück, ist glaube ich vom Großvater in der dritten Generation geführt und sitzt in Pforzheim. So, und das sieht man wieder mal, wie viel aus den Rändern des Schwarzwaldes, ich glaube Pforzheim gilt nicht mehr als Schwarzwald, ja? Aber am Rand des Schwarzwalds, was da für Uhrenmarken herkommen. Und die Pro Trail habe ich hier mitgebracht mit einem sandfarbenen Zifferblatt. Interessanterweise finde ich die grüne besser. Guck dir mal die grüne an. Ich finde die wirklich klasse. Ich würde mich wahrscheinlich für die grüne nehmen, entscheiden aber die auffälligere. Und das Thema Fieldwatch wird von beiden aufgegriffen, eine grüne als auch eine sandfarbene. Aber irgendwie, die sandfarbene knallt mehr, die grüne ist zurückhaltender. Ich finde sie beide gut, muss ich sagen. Mhm. Ja, gibt auch eine limitierte Variante. Das ist die schwarze, die du hier siehst, die übrigens auch anders aussieht. Also die hat diesen Innenring nicht. Das ist ja das Besondere. Wir haben also zwei Ebenen im Prinzip. Wir haben die normale, klassische arabische Anordnung der Stunden außen und wir haben die 24-Stunden-Anzeige im Innenring. Das ist ja typisch für Fieldwatches. Kommt aus dem angelsächsischen Bereich im Prinzip, ne, weil man ja zur gleichen Zeit irgendwelche Einsätze beginnen sollte oder auch beenden sollte und dass man das eben besser mit Tag und Nacht verbinden konnte. Und von der Seite passt das ganz gut. Die Leuchtmasse bei Nacht ist ja mega. Siehst du, ja, ist also das ist die Überraschung. Großartig, die große Überraschung, wenn du das erste Mal diese Uhr dann nachts anhast. Der Außenring, der leuchtet, der funkelt. Und der kleine Secret ist auch noch versteckt, das ist diese die Krone, die auch noch leuchtet. Ja? Mega. Also mir ging es genauso wie bei dir, als ich das erste Mal die Uhr gesehen habe. Dachte ich mir, ja, das ist eine Uhr. Ja. Ja, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, bis ich die Uhr das erste Mal live gesehen habe. Und ich sie das erste Mal auch wirklich in den Händen gehalten habe. Und Cornelius war so nett und hat uns für unsere Weihnachtsaktion mit dem Bernhard Strom, für unser Weihnachtsspecial, diese Uhr als Gewinn gesponsert. Wir Das war genau die. Ja, sagt man, orange Sandfarben. Hammer. Diese sandfarbene, dieses gelbe, traumhaft schöne Uhr in Kombination mit diesem sandfarbenen Band noch dazu. Tolle Uhr, wirklich trägt sie auch sehr, sehr gut. Ja, also die Uhr muss man unbedingt mal live gesehen. Ich finde übrigens das sandfarbene Band auch besser also als das Metallband. Ich mag das irgendwie nicht so. Es ist stimmiger in der Summe. Ja? Da haben wir diese schönen gebläuten Zeiger mit drauf. Also es ist wirklich ein gutes Gesamtpaket für 989 Euro
inklusive Mehrwertsteuer, liegen wir also unter 1.000 Euro. Ist das ein gutes Paket? Kann man kaufen. Darf ich da mal was als Ergänzung noch mit einschieben? Ja. Weil ich noch eine andere Uhr mit auf der Pfanne hatte, die dann aber leider keinen Platz mehr gefunden hat, weil also sonst hätte ich 6 Uhren haben können, weil eine richtige Fieldwatch hatte ich nicht. Wenn ich eine Fieldwatch gehabt hätte in meiner Sammlung, wäre es entweder die ProTrail geworden oder die hier. Und zwar die Formex Field. Für mich eine auch wunderschöne Uhr, sogar im Preissegment. Ja. Wir liegen hier preislich bei der Uhr zwischen, ich glaube, 730 geht's los bis 950, 960 Euro. Die Uhr ist aus Titan, hat eine Oberflächenhärtung, wie so eine Tegmentierung würde man bei Sinn sagen. Hier ist es halt eine Oberflächenhärtung, die halt vorgenommen wurde. Und dadurch ist sie kratzfester geworden. Titan ist Grade 2, hat eine Härte von 145 Wickers, müssten es sein, und wird dann durch die Härtung kommen wie auf 900 Wickers, also knapp 6,2 mal härte, kratzfestere Oberfläche als das normale Titan. Und ich mag diese Kombination, dieses Grau, sehr raue Grau, in Kombination mit diesem Hellbraun, dann dieses Sandwich-Style. Das ist auch mega. Ach, das ist auch toll. Das Sandwich-Style ist wirklich klasse. Dann auch eben die Ausfräsung, das hast du auch in anderen Videos schon beschrieben, das Datumsfenster. Dass das Licht besser einfallen kann. Dass es irgendwie so trapezförmig reingeht, dass das Licht besser einfallen kann. Also wirklich vieles, vieles gut. Die 5 sieht zwar komisch aus, muss ich sagen. Aber ansonsten... Das ist die moderne Interpretation einer Fieldwatch. Ja. Also nicht, wie wir es sonst so kennen, sondern hier wirklich moderne Elemente mit reingebracht. Etwas dressiger in der Form. Also eigentlich hätten wir jetzt hier eine 11. Uhr, aber eine kleine Alternative für euch. Ja, genau. Ist ja auch mal ganz schön, ne, wenn man sagt, hey... Wenn ich nochmal kurz zur Zirkula zurückkommen darf. Was mir da gefallen hat, ist der Gehäuseboden. Wenn du da mal drauf schaust, der Gehäuseboden zeigt die Höhenlinien. Das sind nicht Magnetfelder? Ich weiß es nicht mehr genau. Für mich wären, also dann, okay, da müsst ihr das nochmal nachlesen. Für mich wäre das auf den ersten Blick, sind das die Höhenlinien, wie du es auf einer Landkarte auch hast, auf einer Wanderkarte beispielsweise. Ja. Wäre das für mich? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ihr wisst es ja, schreibt es doch mal in die Kommentare rein, ob das hier Höhenlinien sind. Ich meine im Kopf zu haben, dass es eine Magnetfeldkarte ist. Okay. Aber ihr wisst es bestimmt dann fast besser. Ach übrigens, wenn euch das gefällt, was wir so machen, macht doch gerne einen Daumen nach oben für das Video, weil dann wird es auch anderen Uhrenbegeisterten vorgeschlagen, die dann halt auch den Kanal entdecken und auch unseren Talk entdecken. Sehr gute Wahl. Dann darfst du weitermachen. Soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Gut, ich mache weiter. Ich habe einen Chrono dabei. Und mir ging es genauso wie dir, weil beim Chrono hast du die Schwierigkeit, es gibt eigentlich kein Chronographen unter 1.000 Euro mit einem mechanischen Uhrwerk aus europäischer Europa. Produktion. So, China sicherlich schon. In China schon, aus europäischer Produktion, den ich hier vorstellen kann. Falls euch da irgendwas einfällt, da wäre ich dankbar, wenn ihr mal ein paar Vorschläge uns noch mal mitgeben könntet. Es gibt Möglichkeiten, wenn man auf chinesische Uhrwerke setzt, und zwar das ST19 von Tianjin Factory. Das ist ja das ehemalige Venus-Kaliber, was in der Seagull auch mit drin ist, in der 1963. Und es gibt auch Uhrenmarken. Da sind wir ja im Bereich von Gesamtpaket um die 300 Euro. Ja, genau, zwischen 250, 300 oder 800 Euro. Also es geht, also man kann es schon haben. Man kann es finden. Es ist ein guter Chronographen-Uhrwerk, aber wer was Europäisches, Deutsches sucht, gerade an dem Preissegment so bis 1.000 Euro ran, gibt es nicht. Es gibt ein paar Alternativen dazu. Baltic hat zum Beispiel einen Chronographen, den ich jetzt nicht ausgewählt habe, weil er das ST19 hat. Ich wollte was anderes haben. Das ist der Bicompax 002 in Silber. Der hat auch das ST19 als Uhrwerk drin. Da liegen wir im preislichen Bereich auch so um die 650, 652 Euro. Das ist eine schöne Uhr. Habe mich aber nicht für die entschieden, weil mir die Gehäuseform ist mir zu gerade. Da würde ich mir wünschen, dass die Hörner ein bisschen weiter runtergehen. Und das Design ist doch durch diesen Bicompax und dieses Sektordial-Kombinationsziffernblatt, so würde ich es mal formulieren, auch etwas Vintage angehauchter. Und ich wollte, deswegen, sie hat es nicht geschafft in meiner Auswahl, aber es wäre eine Alternative. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du mir für eine mechanische Uhr präsentierst, Chronograph. Gar keine. es ist Quarz. Also es ist Quarz. Und man darf Quarz auch nicht verteufeln. Da wollen wir nicht Pui rufen. Das gibt ja tolle Uhren. Also lass mal sehen. Ja, meine Uhr. Und zwar meine Seiko, die ich wirklich sehr oft trage, meine Seiko Prospects Speed Timer SSC 813, und zwar die Panda. Das ist eine Uhr, auch mit dem Spitznamen Seikona belegt, weil sie auf den ersten Blick vielleicht Ähnlichkeiten mit einer Daytona haben könnte. Auch von den Abmaßen her ähnliches wie eine Daytona, aber doch
auf den zweiten Blick. Genau, also nur auf den ersten Blick. Sehr, sehr viele Unterschiede, dass da eigentlich keine Ähnlichkeit bei der näheren Betrachtung auch vorhanden ist. Das ist ein Solarchronographen, den wir haben. Und ich habe meine Brille natürlich nicht dabei. Hast du da ein anderes Band dran gemacht? Ja, natürlich. Das ist eins der Upgrades. Diese Uhr ist extrem wandelbar, was die Bänder angeht. Also wir haben hier ein Quarzuhrwerk drin mit 6 Monaten Gangreserve. Mhm. Die Totalisatoren sind die Solarzellen, also da geht das Licht durch. 6 Monate, aus meiner Erfahrung heraus, passt nicht ganz. Also man muss sie öfter mal rausholen, ans Handgelenk nehmen. Die ist mir schon 2-3 Mal wirklich leer gelaufen, weil sie im Tresor lag. Gute Uhr. Tolle Uhr. Wirklich, also schön. Die Passform ist ideal. Wie breit ist die? Das ist 39 mm. Das erstaunt mich jetzt. Ich hätte für mich immer gesagt, ein 39er passt mir nicht, obwohl, Klammer auf, ich habe auch eine 39er heute dabei, Klammer zu. Aber ja. Also, super Uhr, 39 mm, passt für mein Handgelenk spitzenmäßig und sie ist sehr vielseitig. Es gibt normalerweise ein anderes Edelstahlband dran, was auch ganz gut ist. Die Passform am Bandanstoß fand ich da nicht so doll. Das hier ist ein Armband, ein 5-gliedriges Jubiläarmband von Strapcoat. Mit der deutlich besseren Schließe, voll gefräst, Schließendeckel, passt auch wunderbar, lässt sich harmonisch tragen und das gibt dieser Uhr nochmal eine ganz spezielle, wie ich finde, coole Optik. Und so habe ich sie jetzt wirklich sehr oft getragen im Sommer. Toll. Und das ist eine tolle Einsteiger-Chrono. Preislich liegen wir bei 680 € UVP. Die Angebote im Netz starten so ab ungefähr 600 €, wenn man sich die Uhr zulegen möchte. Warum noch? Wandelbarkeit, habe ich gesagt. Racing-Armbänder stehen der Uhr genauso gut. Ach, hier das ist jetzt aber mein Racing-Armband, weil es, darf ich mal sehen, wie es innen aussieht? Okay. Das ist ein Lederarmband. Ja. Oder hier eins mit einem leichten Grünton, auch das. Und das Highlight eigentlich... Das Grün fand ich gut. Oh ja. So ja, genau. Also hier hat man eine Uhr, mit der man viel anstellen kann. Und sie sieht optisch wirklich toll aus. Gewicht auch okay. Am Lederarmband kommen wir auf 76 Gramm. Einen negativen Punkt vielleicht noch. Die Lumen sind hier nicht besonders üppig. Mhm. Das heißt, du hast hier nur Stunden- und Minutenzeiger. Der belegt ist nur die Spitze des Sekundenzeigers. Und du hast nur 4 Lumenpunkte auf 12, 3, 6 und 9 Uhr. Das war's. Also Wasser dich nicht? Hast du schon gesagt? Wasser, 100 Meter. 100 Meter, oh, so gut. 100 Meter. Also auch dafür fürs Schwimmen ist sie geeignet. Für was verwendest du die Uhr denn? Hast du einen Einsatzzweck dafür? Oder keinen speziellen? Nein, keinen speziellen. Die trage ich dann einfach, wenn ich Bock drauf habe. Mhm. Auch wenn es schnell gehen muss, dann nehme ich die öfter mal raus, weil ich finde, die passt eigentlich zu einem. Die kannst du zum Hemd tragen, die kannst du halt zum T-Shirt gut tragen. Ich mag das Weiß. Ist auch vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Weiß ist Zifferblatt, aber so, so sandgestrahlt ist. Also eine raue Oberfläche hat man nochmal gemacht. Echt, jetzt? Muss man näher ranhalten an meine müden Augen. Ja, um einen besseren Kontrast, um eine bessere Lesbarkeit zu gestalten. Auch ein weiterer negativer Punkt, das Datumsfenster. Das Datum ist sehr klein ausgeschnitten und es liegt ganz weit unten. Das wird, denke ich mal, an der Solartechnologie liegen, die nochmal Platz wegnimmt und damit die Datumscheibe nach unten rutscht. Das mag ja sein, aber man sieht schon, das hat eben Formex besser gelöst. Im Übrigen hätten die das auch machen können. Guck mal, warum ist denn dieses Datumsfenster nicht exakt zwischen 4 und 5 Uhr zum Beispiel? Warum hat man das so sehr an den 4-Uhr-Index rangezogen? Verstehe ich nicht. Es gibt auch andere Speedtimer-Modelle. Ja. Es gibt von Seiko ja auch Automatik-Speedtimer. Da sind wir dann aber so 2.500, 2.700 Euro preislich. Und da haben sie jetzt schon runde Datumsfenster und auch das Datum auf horizontal ausgerichtet und nicht mehr so schief. Kommen wir wieder zurück auf die Preisklasse, die euch interessiert. Soll ich weitermachen? Mach weiter. Ja, komm. Genau. Ich nehme eine Uhr, die habe ich jetzt, nachgeschaut. Die habe ich seit 8 Jahren im Bestand, also im Sammelbestand sozusagen. Und eine Marke, die wir hier noch nie gehabt haben. Habe ich heute übrigens auch dabei. Ich habe heute auch eine Marke, die ich noch nie, über den ich noch nie gesprochen habe. Es gibt was Neues. Okay, also komm, dann gebe ich sie dir erstmal die Hand. Das ist sie nämlich. Das ist eine Frederic Constant. Ah, ja. Und zwar ist das die Classics Index Automatik in 40 mm Durchmesser. Das Band, was du dazu siehst, ist von meiner Speedmaster. Das ist nicht das originale Band. Mhm. Ja. Da wollte ich euch das alte, abgenudelte Krokoband nicht zumuten. Ich hatte mir beim Kauf ein Krokoband dazu gekauft. Es wird sonst mit einem Kalbsleberband mit Krokoprägung ausgeliefert. Kalbsleber. Habe ich Kalbsleber gesagt? Oh, schön. Habe ich verstanden. Kalbslederband mit Krokoprägung auf jeden Fall. Ja. So, aber es sieht schön aus. Eine absolute Dresswatch.
Ja, man sieht doch, dass sie getragen wurde, dass sie geliebt wurde. Du kannst es erkennen. Die ganz feinen Microswirls an dem Gehäuse kann man eindeutig erkennen. Das ist eine Uhr, die heute kostet 900 und, lass mich mal kurz gucken, dass ich dann jetzt Falsches sage, kostet gar nichts. Also sie bleibt unter 1000 Euro. Ich habe nachgeschaut, ich habe damals 850 gezahlt. Mhm. Ja? So einen kleinen Rabatt bekommen. Ich habe nur 765 gezahlt, habe ich gesehen. Interessanterweise ist mir dabei aufgefallen, dass diese Kassenbons mit den Jahren verbleichen. Ja, klar. Ohne Zutun, die lag in der Box. Man merkt, du bist nicht selbstständig. Ich muss die immer kopieren. Alle Thermopapierbelege musst du vorher also kopieren oder einscannen, damit sie die verschwinden mit der Zeit. Also ich habe es dann gesehen im Garantieheft, da wurde es noch mit Kugelschreiber eingetragen, da sieht man das dann. Ja? Aber erstaunlich. Also ich kenne diese Uhr von den Bildern. Ja. Auch hier auf Bildern sage ich, das ist eine Dresswatch. Sieht nicht besonders aus. Warum soll ich denn eigentlich eine Frederic Constant nehmen, wenn ich nicht auch eine günstige asiatische Uhr nehmen kann? Mhm. Von der Optik unterscheiden die sich nicht. Aber wenn man sie anschaut, in live, ist wieder was ganz anderes. Also, wenn du mal auf die Indizes guckst, bitte. Ja? Die sind so angeschliffen, dass sie das Licht gut einfangen. Ja. Zu jedem Zeitpunkt. Ja? Das funkelt richtig, auch am Handgelenk. Ja? Also, es sind viele Sachen, die da richtig gut gemacht werden. Es gibt einen Kritikpunkt, das ist das Datumsfenster. Das ist natürlich nach innen gerückt, das liegt an dem Seliter SW200, das da drin ist. Und ich habe in Foren schon gelesen vor ein paar Jahren, dass sich so mancher, der diese Uhr gekauft hat, ein schwarzes Datumsfenster mit weißer Schrift hat einbauen lassen. Das ist nicht so einfach, kostet ein bisschen Geld. Kann man also tun. Ich finde sie gut, das ist scheinbar das Vorgängermodell, wenn du mal hier drauf schaust, auf das aktuelle und dir mal die Zeige anschaust, die sind anders. Stimmt, andere Zeiger. Sind anders geworden inzwischen. Ja. Ja. Okay. Also ansonsten. Auch die Indizes sind länger, meine ich, oder? Ein Tick länger. Genau, ich glaube auch. Sieht aus, wäre ein bisschen länger. Also das ist das Vorgängermodell sozusagen. Ja. Ansonsten 5 Bar Wasserdichtigkeit, 20 mm Hornabstand, Höhe 10,3 und damit sind wir deutlich unter 11 mm. Eine echte Dresswatch. Auf der Rückseite ein bisschen lieblos gemacht. Also da hätte ich mir jetzt gewünscht, wenn du mal schaust, die Modellbezeichnung, das ist einfach drauf gelasert. Das ist, also... Ja. Nichts Besonderes, würde ich mal sagen. Übrigens, auch das gehört zur Wahrheit hinzu. Frederic Constant, wenn ihr zuhört, eure Marke gibt es seit 1988, ja, ist es eine junge Marke, die aber einen hohen Anspruch hat. Das ist nicht die Manufakturlinie, das ist also die mit den zugekauften Werken. SW200, habe ich vorhin gesagt. Die Uhr ist mir mal einmal runtergefallen, auf dem Steinboden der Terrasse. Und dann habe ich sie zum Uhrmacher gebracht, er hat sie aufgemacht und das Werk innen drin ist mit einem ganz billigen Kunststoffring nur, wird das gehalten. Ja? Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet an der Stelle. Ja? Aber die läuft. Sie läuft, ja. Schöne Uhr, also gefällt mir wirklich gut. Und man kann auch das Omega-Band in dem Fall dazu tragen. Ich rate auch dazu, ein Band zu nehmen, das etwas gepolstert ist, wie das hier eben auch ist, weil das standardmäßige Mitgelieferte ist einfach zu, war für meinen Begriff zu flach. Einfach, ja. Okay. Gute Uhr, eine schöne, dressige Uhr. Ja. Übrigens, das sollte man vielleicht dazu sagen, Frederic Constant sagt ja selber, dass sie bezahlbaren Luxus herstellen wollen oder anbieten wollen. Die haben ganz tolle Manufaktur-Uhren inzwischen im Angebot. Sie haben vor wenigen Jahren Alpina dazu gekauft, um eine Sportuhrenmarke auch abzubilden. Die gehören zu Frederic Constant. Genau. Also, inzwischen gehört Frederic Constant Alpina zu Citizen seit... Müssen wir nachschauen, seit wann ist denn das? Ich glaube, seit 2016 gehören sie zu Citizen. So, schon lange. Aber sitzt im Umfeld von Genf und wie gesagt, eine junge Marke mit echt tollen Modellen. Mhm. Gefällt mir nicht alles. Also man kennt die Marke überwiegend durch diese Heartbeat, das ist keine Komplikation. Heartbeat ist im Prinzip, dass man das Uhrwerk sehen kann durch das Zifferblatt. Das ist traditionell bei denen auf der 12 Uhr Position. Die haben es aber auch auf einer 6 Uhr Position, als sie ihren ersten Tourbillon rausgebracht haben vor einigen Jahren. Also das ist eine innovative Marke. Man könnte sagen, sie versuchen manchmal ein bekanntes Design etwas zu imitieren. Ich habe mich lange Zeit, habe es nie gekauft, für eine Mondphasenuhr mit Sprungdeckel auf dem Gehäuseboden interessiert. Das sieht doch sehr nach Calatrava-Design von Patek Philippe auf. Aber die haben echt, also bringen immer neue Modelle raus, sind echt schöne dabei. Auch aus der Racing-Serie, musst du mal gucken, wenn du Austin Healey magst oder so. Toll. Mhm. Okay.
Ja. Also kann Gute ich empfehlen. Was mir aufgefallen ist, wenn ich auf die Uhr gucke, die spiegelt ja unfassbar. Ja, ja. Ne? Also genau. Die spiegelt mein Gesicht. Ich kann mich da drin sehen, kann ich mich fast rasieren. Ach, das meine ich. Ist das so, achso, darauf, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Vielleicht liegt es einfach an dem Licht, was wir haben. Oder? Ja. Das habe ich so in der Form so stark schon lange nicht mehr gesehen. Natürlich schwarz immer schwierig. Fällt aber gar nicht auf. Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt das, man kann sich drin sehen. Das fällt mir aber gar nicht als unangenehm auf. Nö, ist nicht weil wenn ich da reinschaue, gucke ich ja eher auf die Ablesbarkeit der Uhr. Ja. Ja. Ist halt eine Dresswatch. Ja, ist ein Dresswatch. Komm, lass ich mal an. Dreizeiger. Lass ruhig an. Genau. Ich mache meine Captain Willard wieder. Mach ich gerne. Wieder an. Dann bist du dran, komm. So, meine vorletzte Uhr. Guck mal auf die Sanduhr, wir liegen gut in der Zeit. Gut in der Zeit, genau. Können wir noch ein bisschen einen Haken schlagen und ausholen irgendwo. So, du hast ja keine GMT mit dabei gehabt, ne? Bewusst Nein. hast du dich gegen eine ich GMT. Ich habe mich bewusst gegen GMT. Warum? Bewusst? Magst du keine GMTs mehr? Nee, ich mag GMTs sehr gerne. Ja. Ich habe jetzt irgendwie versucht, eine Story zu konstruieren, weil die Pro Trail hat ja zumindest zwei verschiedene Zeitangaben, aber eben keine zwei Zeitzonen. Also nein. Okay. Ich habe eine GMT dabei und jetzt muss ich gestehen, ich bin preislich ganz kleinen Ticken über den Nee, Bildschirm. Klar. Doch. Komm, ja, komm, das ist jetzt. Ich hätte auch eine Uhr gefunden, also wenn ich wirklich im mittleren Preissegment so um die 500 Euro gewesen wäre, da hätte ich sehr viele Seiko 5 GMT Modelle gehabt, die ich euch empfohlen hätte. Für mich immer noch eine der schönsten Uhren, teilweise auch einige Microbrands, die das NH34, das gleiche GMT-Werk nutzen, aber ich wollte eine echte GMT haben, eine True GMT ja. in dem Fall, okay. die einer von der Funktion her einer Rolex GMT Master in nichts nachsteht. Kannst du für uns noch mal kurz auseinanderhalten, Office und True GMT? Ja, bei dem einen hast du eine Schnellverstellung des Stundenzeigers, bei einem hast du die Schnellverstellung des GMT-Zeigers. Eine True GMT verstellst du den Stundenzeiger, also deine eigene Zeitzone, in der du gerade bist. Das ist ganz hilfreich, wenn du viele Zeitzonen durchquerst, mehrmals hintereinander. Ne, bei der vor, zurück, ja, immer wieder. Wenn dann geht doch mit dann. Genau, dann, das ist halt der Vorteil. Also gerade für viel Reisende, die durch viele Zeitzonen kommen. Bei der Office GMT ist es so, dass du die fremde Zeitzone veränderst. Ich hatte jetzt meine Seiko 5 Sports Office GMT auch im Urlaub dabei, habe einfach die Zeit umgestellt. Das geht auch. Ja? Dann stellst du halt einmal um und dann bist du wieder, keine Ahnung, eine Woche irgendwo in einem Urlaubsziel, hast die andere Zeit und hast die Heimatzeit auch mit dabei. Das geht alles. Aber ich wollte halt eine Uhr haben, die das kann. Und für mich das Highlight in dem Preissegment gibt es keine Uhr, die mehr zu bieten hat als die Certina DS Action GMT, die jetzt gerade ganz frisch vor ein paar Wochen vorgestellt wurde. Ich habe sie auch bereits reviewed und war wirklich sehr angetan von der Qualitätsanmutung dieser Uhr. Und ich hatte hier die schwarz-grüne Variante. Es gibt drei verschiedene Farbvarianten. Einmal die schwarz-grüne mit dem grünen GMT-Zeiger, True GMT. Wir haben einmal eine Pepsi mit dem rot. Ist Pepsi oder Coke? Ist eine Coke, glaube ich. Coke, sie hat ein dunkelblaues Blatt, genau, deswegen so lässt man sich irritieren. Genau, der Ausdruck ist so schlecht, aber schwarz-rot mit einem blauen Blatt. Und wir haben hier so eine Art Gold-Schwarz-Variante. Variante. Und mir gefällt doch die grün-schwarze am besten, weil ich auch noch keine Uhr in der Farbe in meiner Kollektion habe. Und DS steht für Double Security, genau für Sicherheit. Doppelte Sicherheit, weil sie sowohl bei verschraubter als auch bei offener Krone aufgrund der Dichtung Wasser nicht einlässt. Genau, und das gilt für die Action GMT genauso, also verstärktes Gehäuse, Saphirglas auf jeden Fall mit dabei und spezielle Dichtung in Krone, Stellwelle und im Gehäuseboden. Und die sorgen halt für diese besondere Sicherheit. Wir haben hier eine Travelers GMT, wir haben eine hohe Wasserdichtigkeit bis 20 Bar, also kommt auch einer Taucheruhr von der Wasserdichtigkeit, steht dem in nichts nach und hat einen sehr attraktiven Preis. Und der hat eine interessante Größe, dass sie auch für viele Handgelenksgrößen geeignet ist. 41 mm Durchmesser. Wir haben eine Gehäusehöhe von 13,9. Das ist schon etwas kräftiger, schon ein bisschen mehr. Ja. Aber für eine sportliche Uhr, glaube ich, 13,9, das mal überlegen, die ganzen Tudors, Black Bay, 41. Die sind, die sind auch 13,5. Das ist schon kräftiger. Ja. Kommt immer darauf an, wie so eine Uhr dann auch von der Seite, von der Flanke aussieht. Ja. Mhm. Okay. Und Lack-to-Lack-Abstand von, jetzt muss ich gucken, 49,4 mm. Ja. Krone ist sehr präsent, sehr groß, sehr griffig, steht lange groß heraus, dadurch eine gute Greifbarkeit. Aber natürlich, wer die Uhr weit vorne trägt, hat dann halt den
den Nachteil, dass er halt immer die Krone irgendwie im Handgelenk hat, wenn er es mal stark anwinkelt. Ne? Wer das nicht haben möchte, muss halt die GMT Master 2 mit der Sprite-Silhouette kaufen, die lift. Genau. Oder eine Pro-Master vielleicht. Genau, ja. Genau. Oder eine Captain Willard, was auch ganz Captain gut Willard. Ist. Ja, ja, genau. Also man hat hier doch, weil die Krone etwas weiter unten ist, hier auf, auf 4 Uhr, doch deutlich, deutlich mehr Spielraum am Handgelenk. Wir haben hier die Lünetteneinlage ist Saphirglas, ist beidseitig drehbar, wie es für eine GMT-Lünette auch notwendig ist, ne, damit du halt schnell vor- und zurückstellen kannst. Und das Besondere daran, die hat einen sofortigen Datumswechsel, was du ja auch gut findest. Ne, das heißt wirklich innerhalb von 10 Minuten, nach Stunden, nach Datum, nach Tagswechsel. Naja, also sofortig wäre innerhalb von einer Minute für mich. Ja, ja, aber nicht so, also nicht dieses Schleichen, dass du siehst, das Datum ist so halb... Regt mich bei meiner sonst extrem geliebten Pannerei Luminor Marina auf, die ich echt toll finde. Jetzt kommt diese Zeit wieder für das blaue Blatt. Regt mich auf, dauert ewig. Also hier in den ersten 10 Minuten, wenn sie gut gestellt ist, auch vielleicht direkt um 12, wirklich klick, kommt das neue Datum. Das macht die Tudor auch. Die Tudor Blackbeard Pro hat das auch, dieses sofortige Datumswechsel. Und hat auch einen Datumsrücksprung. Das heißt, wenn du die Krone ziehst und in die entgegengesetzte Richtung drehst, kannst du das Datum sogar wieder zurückdrehen. Und das ist wirklich toll. Und da drin ist das Powermatic 80, das GMT-Kaliber von denen, 80 Stunden Langreserve. 3 Hertz, das könnte vielleicht der Nachteil für den einen oder anderen sein. Ist halt ein bisschen langsamer, schlägt nicht so schnell. Aber diese Powermatic 80 sind doch hervorragend. Ja, also ganz ehrlich. Ich habe da bisher eigentlich auch, ja klar, es gibt immer Stimmen, die einen finden das gut, die anderen finden das gut. Es ist ein solides Kaliber, was tausendfach, vielleicht sogar millionenfach verkauft wird. Haben wir schon gesagt, dass eigentlich 2-3 Zeitzonen angezeigt werden können? Ja, durch den Außenring natürlich. Ne? Genau. Ja, ich weiß das, aber ich frage, ob wir es gesagt haben. Das war die Frage. Jetzt schon. Verschraubte Gehäuseboden, 20 mm Bandanstoß, also vielseitig tragbar. Nachteil vielleicht, 3 Pin Feinjustage nur an der Schließe. Da hätte ich mir gewünscht, eine Schnellverstellung, aber dann wäre sie, glaube ich, nochmal teurer geworden. Wir liegen nämlich UVP bei der Uhr bei 1190 Euro. Aber ich glaube, und deswegen passt es dann doch schon wieder rein, dass wenn man Bezug zu seinem Händler hat, dass man da bestimmt doch den einen oder anderen Euro noch rausholen kann. Das ist jetzt deine Argumentation. Dass ich sage, da kommt man an die 1.000 Euro. Die gold-schwarze Variante, die kostet 1.150 Euro, ist ein bisschen billiger, weil kein Stahlarmband dran ist. Aber ich würde die grüne Variante nehmen. Und das ist für mich ein Allrounder für sämtliche Einsatzzwecke. Also wenn ihr nur eine Uhr sucht, der sollte sich wirklich die Certina DS Action GMT Powermatic 80, der komplette Begriff, mal genauer anschauen. Ja, habe ich jetzt, das ist jetzt die Frage, habe ich so eine einzige Uhr heute dabei gehabt bisher? Nee. Kommt noch eine? Auch nee. Aber es kommt eine schöne. Es kommt nämlich eine Tissot. Und wenn ich jetzt Tissot sage, dann denkst du sofort an die? PX. Ne? So, soll ich dir vorstellen? Nein, mache ich natürlich nicht, weil ganz ehrlich, die PRX ist, also ohne Witz, das ist wirklich ein tolles Modell. Ich liebe das wirklich. Aber ich habe gedacht, nein, das wird euch doch nicht interessieren. Ihr habt alle schon Videos zu der Uhr gesehen. Und es gibt so viele andere schöne Uhren von Tissot. Ich denke an die Gentleman zum Beispiel, die toll ist. Ja? Habe ich aber nicht genommen. Ich habe mal eine genommen, es muss ja mir gefallen. Ja? Und nicht euch, es muss ja mir gefallen. Ich habe die Heritage 1938 Automatik. COSC zertifiziert genommen. Die hat tatsächlich nur 39 mm. Wenn man sie mal am Handgelenk hat, dann merkt man eben auch, dass die größer wirkt in der Summe. Ja? Und ich habe hier ein mattes Ziffernblatt, das ist eher Anthrazit, Schwarz-Anthrazit. Und ich finde halt dieser Heritage-Charakter, der kommt bei dieser Uhr so toll raus. Hat auch, wie das bei manchen Modellen der Fall ist, das alte Tissot-Logo mit dabei. Schön. Das finde ich wirklich klasse. Hat ansonsten ein Schnellwechselsystem dabei. Hat einen Sichtboden, wie du siehst. Ist 5 Bar Wasserdichtigkeit. Und wir haben 2824-2 drin. Also immer noch ein altes ETA-Werk. Ja? Also das passt wirklich. Es hat ein gewölbtes, wie man lesen kann, extrem kratzfestes und beidseitig entspiegeltes Saphirglas. Gefällt mir persönlich gut. Ist vielleicht ein bisschen viel Information auf der Gehäuserückseite, die sie hier im Außenring belegt haben. Mich nicht. Aber das ist wirklich ein tolles Gesamtpaket für diese Uhren. Das Ganze für unter 900 Euro. Wir reden über 895 Euro. Diese Uhr COSC-zertifiziert. COSC-zertifiziert. Die kostet ja auch nochmal was, die Zertifizierung. Ja, ja. Also ist schon echt nicht schlecht. Das lassen sie sich gut bezahlen. Also die Uhr müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ja. Neben vielen anderen aus dem Tissot-Sortiment, aber wie gesagt, PRX hat jeder auf dem Schirm. Das ist mal was vollkommen anderes für die besondere Gelegenheit. Die Vintage
orientierte so. Dresswatch, so genau. Würde ich sie exakt zeichnen. Exakt, das ist die richtige Begrifflichkeit. Ja. Saphirglasboden, muss ich vielleicht noch sagen, der ist aus Mineralglas und nicht aus, aus Saphir. Ja, aber der sowieso in der Regel nie mit... Sichtboden, nicht Saphirglasboden. Der Sichtboden ist aus Mineralglas. Genau. Was ist denn heute los? Meine Güte. Deine. Meine letzte. Guck mal auf die Uhr, die rieselt. Die rieselt. Nicht nur die leise der rieselt der Schnee, sondern auch das der Sand. Ja. Und ein Modell, was ich noch nie gezeigt habe, die Marke noch nie gezeigt habe. Und wir gehen jetzt mal nach Großbritannien. Eine Uhrenmarke, britisches Design. Also Christopher Ward. Made in Swiss. Und es ist nicht Christopher Ward, sondern ein weiterer Microbrand. Der wurde 2015 gegründet, also jetzt fast 10 Jahre. Hat exquisite Designs, würde ich sagen. Hat Uhren mit 5 Jahre Garantie. Und das Motto finde ich so toll. Sie wollen Uhren für jedermann bauen. Also sind wir hier in der Preisklasse, wo Uhren... die man sich auch wirklich leisten kann, also deswegen auch unter 1.000 Euro. Und diese Uhrenmarke ist übrigens von Watch Crunch. Das ist eine englisch-amerikanische Uhren-Community, die haben eine eigene App entwickelt. Ja. Kennst du vielleicht auch, da gibt es auch sogar einen YouTube-Kanal. Die machen regelmäßig Mitgliederbefragungen, so ein Wettbewerb, so eine Competition, wo dann verschiedene Microbrands in verschiedenen Phasen gegeneinander antreten. Und da war übrigens mal Formex auch Sieger als bester Microbrand der Watch Crunch Community, also einen Preis gewonnen. Und diese Marke hat auch schon mal den Preis gewonnen. Jetzt lüfte ich mal den Schleier. Sagt man das Schleier? Was lüftet man eigentlich? Die Bettdecke. Die muss man auch lüften. Ja, da hängst du aber raus aus dem Fenster, ist egal. Du hebst den Schleier, man hebt den Schleier. Ja. Genau. Okay. Und zwar ist es die Marke Farah, ein britischer Microbrand, die ihre Uhren in der Schweiz oder made in Swiss und erfüllt die Anforderungen. Da werden natürlich auch Teile bestimmt irgendwo anders gebaut werden, aber Kombination britisch Design, Swiss made. Und da gibt es eine Uhr, die fand ich schon mega geil, als sie rausgekommen ist. Und nachdem ich jetzt geschaut habe, wir liegen hier unter 1.000 Euro. Das hat mich wirklich ein bisschen gewundert, weil ich hätte die immer etwas über 1.000 Euro im Fokus gehabt. Und das ist die Serie, die Cushion Case Serie, also Kissen, kissenförmiger Aufbau. Und ich liebe Uhren, die ein kissenartiges Gehäuse haben. Ja, hast du am Anfang gesagt. Genau. So, und deswegen habe ich mich für diese Uhr entschieden. Und zwar gibt es dort zwei Modelle, die mir sehr gut gefallen. Einmal die Stanhope 2. Hier ist mein Bild von der Uhr. Ist wirklich toll gemacht. Diese Uhr ist benannt worden nach Lady Hester Stanhope. Und sie war... Sag nur mal noch Lady was? Lady Hester Stanhope. Das war eine prominente Abenteurerin, die so ein Jahrhundert vor Lawrence von Arabien einen Reitweg durch den Nahen Osten etabliert hat und entdeckt hat. Und die zweite Variante, die mir sehr gut gefällt, ist die Durham Pullman. Durham ist eine britische Entdeckerin gewesen und Pullman oder Pullman, wie wir es auf Deutsch aussprechen würden. Der hat die Hotels gebaut. Eisenbahnwaggons. Okay. Das hat bestimmt auch mit der zusammen. Möglicherweise. Ja. Und die Waggons hatten damals einen sehr besonderen Farbton, die waren dunkelgrün. Und deswegen diese Farbe dunkelgrün findet sich auf dieser Uhr wieder. Ich finde sie sieht großartig aus. Absolut perfekt wirklich schön. Gelungen. Wo kann man die beziehen, die Uhr? Direkt bei Farah in Großbritannien. Ja, das heißt, du hast mir jetzt hier eigentlich einen Pfundpreis untergejubelt. Inklusive Steuern. Okay. Farah übernimmt die Importsteuern. Okay. Kein Zoll, keine weiteren Einfuhrumsatzsteuer, ist alles im Preis mit inbegriffen. Plus einer 30-tägigen Rückgaberecht sogar. Das heißt, ich kann die Uhr auch wieder zurückschicken, falls sie mir nicht gefallen sollte. Abmaße 38,5 mm Durchmesser, 10,5 mm Höhe, also auch wirklich überschaubar. Ja. Der Horn-zu-Horn-Abstand knapp 43,8 mm und eine Bandanschlussbreite von 20 mm. Und wir haben hier als Uhrwerk einen Sellita SW216 Elaboré verbaut. Also auch ein gutes Schweizer Uhrwerk. Die Grüne ist ja wirklich herausragend gut. Ist unglaublich schön. Auch die Gehäuseform, wenn man sich die anguckt. Wirklich toll gemacht. Also tolle Uhr, eine Dresswatch, die besondere Dresswatch, die man auch in der Freizeit, glaube ich, gut tragen kann. Und ich hätte sie mir gerne noch besorgt. Es war leider zu knapp, dass ich sie euch hier in live hätte zeigen können. Ja? Aber das hole ich nochmal nach. Die will ich unbedingt euch mal genauer vorstellen. Leider ist dieses Modell gerade ausverkauft. Deswegen wäre die Stanhope 2 meine aktuelle Alternative. Ich hoffe, dass sie wieder reinkommt. Das ist so der Punkt. Sonst hätte ich sie euch schon zeigen können. Großartig. Hast du schon mal eine Squale gehabt? Nein, hatte ich noch nicht.
Doch, auf der Messe. Ich war auf der Inurgenta, da hatte ich es am Arm gehabt. Die 1521 heißt sie, glaube ich. Geile Uhr. Mega geile Uhr. Wo ist dir Squall das erste Mal begegnet? Bei TGV auf seinem Kanal. Du auch? Ja, tatsächlich, ja. Der hat ja immer, das ist die 1521, die der, glaube ich, hat, ne? Ist das die, diese ganz dunkelblaue? Ich muss mal gucken. Der hat der hat doch eine eigene Special Edition, hat er nicht die blaue? Ja. Der hat das eckige Gehäuse. Der hat 1521, die 1521, die hat er. Die hat nämlich das eckige Gehäuse, diese besondere Gehäuseform mit der Krone auf 4 Uhr ist sie, glaube ich. Oder halb 5, genau. Das ist eine tolle Uhr, mega. Mein Modell wäre Klassik, dieses aufgerollte Gehäuse in Kombination mit dem schwarzen Zifferblatt. Das wäre meine Uhr. Und dann, die haben so ein ähnliches Armband, auch mit zwei großen Löchern. Und danach geht es unter mit diesen kleinen, feinen Racing-Armbändern. Meine ist es nicht, aber Squale ist auch meine Uhr. Übrigens, wir würden das italienisch Squale aussprechen. Ja. Ja? Genau, können wir so tun. Ne? Eigentlich heißt es wohl Squale, Squall selbst gesagt. Aber ich finde es einfach harmonischer Squale. Genau. Ja, das klingt einfach so. Und wenn du das so anschaust, der Bezug zu mir, dann okay, das könnte man sagen. Andere Nationen haben auch Bezüge zu mir, aber irgendwie ist es für mich über den YouTube-Channel, den du erwähnt hast, irgendwie ist es Italien. Ja? Wir haben den Haifisch, der da drauf ist, im Squale-Logo. Wir haben, in dem Fall habe ich eine mitgebracht, wenn du mal drauf schaust, das ist nicht die Uhr, die man sich kauft, wenn man das erste Mal eine Taucheruhr nimmt. Ähnlich wie bei Laco vorhin, als ich die graue, die 1545. Ach, die habe ich auf der Messe in Hand gehabt. Ach, die war das? Ich habe verschiedene Modelle, die habe ich gesehen in live. Ich finde die klasse. Das nennt sich aber grau, kann das sein? Dieser Farbton? Ist das? Ja, es ist ein blau-grau. Es nennt sich grau. Die nennt sich grau, ne? Genau. Ja. Ich finde die großartig. Und die hat, glaube ich, Old Radium als Leuchtmasse wird dort eingesetzt. Also ein leichter, wenn du die in live siehst, hat die so ein Vintage-gelblichen Stich. Genau. Also ich werde euch mal Bilder einbinden. Ja, man sieht das, genau. Ja? Also eine sehr, sehr besondere Optik. Ja. Ich finde die deswegen so gut, weil sie einfach mal anders ist. Es ist nicht irgendwie die typische Taucheruhr, die schwarz ist und dann schwarze, also wie eine Submariner. Natürlich könnte man sagen, die Indexpunkte sind auch angelehnt, aber wie auch immer. Ja? Aber das ist mal eine andere. Und sie hat 500 Meter Wasserdichtigkeit. Ja. Das muss man auch mal machen. Übrigens, das Band, das dabei ist, finde ich auch clever gelöst. Ja. Ist auch mal schön. Ich habe jetzt nicht ganz rausbekommen, in dem Fall, was für ein Material das ist. Das wird ein Rubber sein. Wahrscheinlich wird es ein Rubber sein. Es wird aber auf der Webseite nicht beschrieben. Diese Uhr ist für mich die Taucheruhr, die als nächstes kommt. Wenn eine Taucheruhr kommt, leg mich fest, dann kommt diese hier. Weil die Marke ist geil, machen wir uns nichts vor. Ja. Die Optik ist herausragend schön. Ich liebe ja blau, blau-grau, ja, wie man heute wieder gesehen hat. Also die passt dazu. Die roten Schriftzüge mit drauf. Ja, das ist dieses besondere Etwas, das dazugehört. Lennart von Squale. Nochmal Hinweis, ich möchte gerne ein paar Uhren von euch reviewen. Ja, bitte. Also bitte schickt mir mal was zu. Ja. Schau, hier schreiben sie mich eigentlich Armband Mesh in Edelstahl, passt aber nicht zu dem gezeigten dazu. Nee, das ist das hier. Ja. Das ist das Mesh. Ja, passt aber nicht zu der Uhr, die hier gezeigt wird in dem Fall. Ja. Also Squale muss es sein. Genau wie? Auch eine neue Uhr eigentlich auf dem Kanal, die haben wir auch noch nicht gesehen. Stimmt. Ja, ich habe doch mal von Anonimo mal gesprochen, auch mal dabei. Auch das ist eine italienische oder italienisch angehauchte Marke, die ich auch toll finde. Auch die müssen wir mal nehmen. Gut. Ja, wirklich, da haben wir zwei Modelle, die wir... Guck mal hier. Zeit ist abgelaufen. Ja. Thomas, ich glaube, wir haben eines gesagt. Ich hoffe. Möchtest du noch was ergänzen? Nein, eine Stunde, das haben wir lange nicht mehr geschafft. Das ist großartig. Es war, glaube ich, schon ein bisschen länger, dass der Sand schon durchgelaufen ist. Mhm. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Tipps, ein paar Anregungen geben für eure Auswahl, wenn ihr Uhren unter 1000 Euro sucht. Falls ihr Wünsche, Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich sage vielen Dank, Thomas, für diesen sehr netten Talk. Bis herzlich gerne eingeladen, öfter zu kommen. Aber lasst uns nicht so viel Zeit verstreichen das nächste Mal. Ja, genau. Wir geloben Besserung und sind hoffentlich bald wieder für euch da. Wir sagen, macht's gut, tschüss und schönen Abend noch. Ciao.